Moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Outriders-Video. Heute gibt es das nächste legendäre Rüstungsset für den Verwüster. Es ist das Deathproof-Set. Wir fangen direkt mal an. Wer nicht gespoilert werden will, der sollte hier wieder wegschalten und wir fangen direkt an. Starten wir wie immer mit den Stiefeln. Bevor ich damit aber anfange, natürlich erstmal wieder der Dreifachbonus. Habt ihr mindestens drei Sachen dieses Rüstungsset angelegt, bekommt ihr einen Sonderbuff, verringert die Abklingzeit der Fähigkeit Boulder Dash um 90%, was echt eine Marke ist. Hier habe ich leider nur die Werte der ganzen Rüstungssets ab Level 17. Natürlich sollte sich der Rüstwert, den ihr hier bei den Stiefeln alleine schon seht, von 568, auch die maximale Gesundheit, Close Range Damage und Heilrate, all diese Werte werden sich definitiv bis zum Maximallevel deutlich steigern. Das solltet ihr nicht vergessen. Also nicht, dass ihr denkt, dass das die Endwerte sind. Das sollte sich in dem Sinne von selber verstehen. Deswegen spare ich mir den Rüstwert und ich sage euch einfach nur, was ihr noch für Sonderbuffs dazu bekommt. Wir fangen wie gesagt mit den Stiefeln an. Rüstwert seht ihr selber. Es wird die Maximalgesundheit, der Close Range Damage wird erhöht und die Heilrate. Der Level 3 Mod. Eingehender Schaden ist für jeden Gegner im nahen Umfeld um 5% verringert, 8-mal stapelbar. Und der Level 1 Mod bezieht sich auf die Fähigkeit Boulder Dash. Jeder Gegner, der von der Fähigkeit Boulder Dash Schaden nimmt, erhöht eure maximale Gesundheit um eben hier 307. Das wird natürlich im Maximallevel ganz, ganz anders aussehen. Aber die 10 Sekunden, wie lange das hält, sollte gleich bleiben und auch, dass es 5-mal stapelbar ist. Kommen wir zu den Handschuhen, erhöht die Maximalgesundheit, Close Range Damage wird erhöht und die Heilrate. Der Level 3 Mod, kritische Treffer an Elite-Gegnern steigern eure Feuerkraft eben hier um 192 für 8 Sekunden. Und der Level 1 Mod bezieht sich auf die Fähigkeit Reflect Bullets, erhöht den Schaden der reflektierten Kugeln des Skills um hier eben beispielsweise ab Level 17 Itemkraft oder Item Stufe, das war das richtige Wort, um 77. Ich spare mir jetzt einfach mal die Zahlen, da wo das nicht klar ist. Als nächstes kommen wir zum Unterkörper. Erhöht die Bonusfeuerkraft, den Close Range Damage und die Heilrate. Der Level 3 Mod verringert den eingesteckten Schaden von Elite-Gegnern um 20%. Das ist ordentlich. Und der Level 1 Mod bezieht sich auf die Fähigkeit Reflect Bullets. Und das klingt ein bisschen merkwürdig. Man kann nur kämpfen, wenn die Fähigkeit Reflect Bullets aktiv ist. Ihr könnt den Skill aber nicht mehr manuell deaktivieren. Zudem negiert es nur noch 50% des Schadens. Das klingt irgendwie überhaupt nicht so spannend. Man darf aber nicht vergessen, dass man die Mods natürlich auch austauschen kann. Und das wäre wahrscheinlich der erste Mod, den ich hier einfach mal wegwerfen würde. Als nächstes kommen wir zum Oberkörper, verbessert die Bonusfeuerkraft, den Close Range Damage und die Heilrate. Also das komplette Rüstungsset ist komplett auf Heilrate, Close Range Damage und so weiter ausgelegt. Klingt sehr, sehr effektiv. Erhöht, Moment, Level 3 Mod natürlich, bezieht sich auf die Reflect Bullets Fähigkeit, erhöht die Dauer des Skills um 40%, was echt eine Nummer ist. Und der Level 1 Mod bezieht sich auf die Fähigkeit Boulder Dash, verdoppelt den Rüstwert am Ende des Skills für 10 Sekunden. Und als letztes kommen wir wieder zum Helm, erhöht die Bonusfeuerkraft, den Close Range Damage und ebenfalls wieder die Heilrate. Und hier haben wir zwei Level 3 Mods, da bin ich echt mal gespannt. Der erste Level 3 Mod bezieht sich auf die Boulder Dash Fähigkeit, reduziert permanent die Resistenz aller Gegner, die vom Skill Schaden genommen haben, um 50%, das ist ordentlich. Und der zweite Level 3 Mod, ebenfalls Boulder Dash betroffen. Jeder Gegner, der von der Fähigkeit Boulder Dash betroffen ist, steigert euren Waffenschaden um 20% für 5 Sekunden, 5-mal stapelbar. Das war's schon wieder von dem Rüstungsset für den Verwüster. Ich würde mich über jeden Daumen nach oben freuen. Aber wenn ihr neu seid, wenn ihr rund um Outriders nichts verpassen wollt, bleibt gesund. Das war's von mir. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.